Quelle des Genusses. Bannecke. Feinkost flüssig. Hallo und herzlich willkommen in der Schüttelschule von Bannecke.de. Heute werden wir Ihnen einen der klassischsten Cocktails überhaupt zeigen, den Sherry Cobbler. Wurde ungefähr erfunden 1830, 40 und war der erste Drink, der mit Eis und mit einem Strohhalm serviert wurde und revolutionär und hat sich dabei weltweiter Beliebtheit erfreut. Was man braucht, ist eigentlich recht einfach. Ein paar Orangen, Sherry, Zucker und ein paar Beeren zur Garnitur. Ist nicht klassisch, aber macht nochmal was her und macht den Drink nochmal ein bisschen fruchtiger. Das Wichtigste ist natürlich der Sherry. Am besten ein Amontillado oder ein Oloroso, wie wir den hier nehmen. Die haben noch ein bisschen Kraft. Ein Fino wäre zu leicht und würde im Drink ein bisschen untergehen. So, man braucht verhältnismäßig viel Sherry, 12 cl. Dann ungefähr 1,5 Barlöffel Zucker. Das Ganze nochmal verrühren, damit sich auch alles auflöst. Dann zwei Orangenhälften da rein. Mit Eis auffüllen. Nur noch kräftig shaken. Bevor wir abseihen, bereiten wir erstmal das Glas vor. Wie gesagt, das ist jetzt nicht klassisch, aber wir geben noch ein paar Beeren hinzu, um die Fruchtigkeit zu unterstreichen und das Ganze auch nochmal ein bisschen optisch anzuheben. Ruhig ein bisschen maddeln. Dann das Glas mit Crushed Ice auffüllen. Und abseihen. Zur Deko geben wir dann noch einmal eine Orangenscheibe hinzu und wieder ein paar Beeren obendrauf. Vor allem nicht zu vergessen, der Strohhalm war schließlich der erste Drink, der mit einem getrunken wurde. Sieht gut aus, super lecker. Heute fast unbekannt, der Sherry Cobbler. Cheers!